So, guten Tag, liebe Freunde der schlechten bis mittelmäßig guten Unterhaltung. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem Ding hier und ohne den Olli. Und Ding, stell dich mal vor. Ja, ich heiße Xero 16x im Game, ja. Ja, ach nee. Wer das lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und ja, ich bin heute einfach mal so dabei. Ja. Und gleich zum Anfang der Folge. Gehen wir doch mal schlafen. Finde ich gut. Hast du vielleicht gleich etwas zu essen? Ja. Nur noch einen Hungerspalten. Das ist ja noch nicht mal fertig. Ja, meine Güte. Ich habe dir gerade Alles noch was besser selber Fertiges machen. hingelegt, aber ja, das ist ja. Geht doch. Geht doch. Wie springst du mit mir um? So, hier wird gerade Glas gekocht und da nicht mehr. Dann kann ich ja schon mal an dem Haus weiterbauen. Und dann backe ich mir ein Eis, wenn es fertig ist. Übrigens von dem, wo ich jetzt die Webseite gemacht habe, der sich da bei mir gemeldet hat, die ist jetzt schon seit 3 Tagen online, da hat sich noch kein einziges Mal dort angemeldet. Und hat schon seit 2 Tagen sein Passwort und seinen Benutzernamen und alles und kein einziges Mal. Und er hat gesagt, so schnell wie möglich, bitte. Oh Mann. Ja, vielleicht hat er ja mit längerer Wartezeit gerechnet. Naja. Ich bin immer ein sehr schneller Mensch, wenn es um sowas geht. Ich nicht. Meine Webseite befindet sich immer noch im Aufbau. Soll ich mitmachen, dann ist sie morgen fertig. Na, das bezweifle ich selber. Naja, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen. Oder nächste Woche. Wie groß ist die denn bitte, dass das so lange dauern soll? Die soll schon etwas größer werden noch. Auch ich hab da Spaß dran, sowas zu coden. Ich sitze da meistens stundenlang und baue mir sowas. Immer dieser Schnee, total nervend. Wieso baue ich denn mit einer Pickaxe? Da bin ich. Ah, meine Ja, Fresse. bist du. Das wollte ich nicht so genau wissen. Ich weiß, dass ich traumhaft bin. Ja. Genau das wolltest du doch sagen, Ja. Das ist gut, ne? wenn man seine Sätze nicht vervollständigt. Weil die meisten Ja. sagen immer, bin ich jetzt dumm oder was? Und dann sage ich, ja, das bist du. Und dann mögen die mich manchmal nicht mehr. Ich wollte ja auch in den letzten Tagen irgendwie mal Alex verklickern, dass der endlich mal mein Intro vorne an seine Videos schneiden soll. Aber der spricht Aber ja nicht mehr mit mir. oh Wir mein hatten uns Gott. vorher schon ein bisschen in den Haaren wegen diesem Google-Passwort, weswegen unser Account monatelang gesperrt war. Holy shit. Wegen einer 4-Sekunden-Videosequenz am Ende eines Videos. Ne? Ist das Ganze da Meine. entstanden? Und jetzt redet er gar nicht mehr mit mir. Und das finde ich. Also, prinzipiell ist mir egal, aber
Ich find's komisch. Der ist jetzt bestimmt sauer auf mich wegen einer Sequenz im 200-Abo-Special. Da ist nämlich beim Let's Play von mir, da habe ich mal kurz mich gemutet, weil meine Eltern reinkamen. Da hat er so gesagt, wo geht denn der Max schon wieder hin? Geht er etwa masturbieren oder was? Ja, warst du wahrscheinlich auch, oder? Denkst du ehrlich, mitten im Let's Play und überhaupt bei mir? Also, ich ja, bitte dich. Vor allen Dingen mitten im Let's Play. Ja. Das machen keine braven Menschen. Mitten im Let's Play. Ich weiß ja nicht, wie du das so siehst, aber... Ich sehe das ganz, ganz, ganz anders. Okay, jetzt schaue ich mir lieber deine Let's Plays nicht an. Dafür gibt's ja auch andere Menschen unter diesem Volk. Die das für einen abnehmen. Genau, sagen wir es mal so. Aha. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Wollte ich irgendwas machen, aber ich habe vergessen was. Genau, ich brauchte Holz. So beginnt das Altwerden und Alzheimer. Ja, Alzheimer ist schon bei mir ja ziemlich gut vertreten. Ja, du vergisst wohl alles, was du gesagt hast oder was du machen wolltest. Es ist auch schon passiert, dass ich vergessen habe, was ich gesagt habe. Das ist ja nicht so schlimm. Ja doch, schon, wenn man es so circa 10 Sekunden vorher erst gesagt hat. Dann kommt das ein wenig doof. Ja. Was ist das denn jetzt für ein Fail gewesen? Ist mir so noch nicht passiert, dass ich vergesse, was ich sagen wollte, aber... Ich habe gerade... Holz gecraftet gehabt. Einmal dieses Holz, was du hier bei dieser kleinen Hütte benutzt hast, und einmal Eichenholz. So. Das Holz bei der Hütte habe ich nicht benutzt. Ja, oder wer auch immer dieses Holz hier benutzt hat. Auf jeden Fall habe ich dieses Holz genommen gehabt, verbaut und hatte zu wenig Plöcke. Bäh. Da habe ich von dem anderen Holz halt genommen und wollte das da dran bauen, und er hat mir die 5 Blöcke umgewandelt in einen Block von hier den. Und jetzt habe ich gar nichts. Ach, da ist mein Holz wieder. Okay. Das war ein komischer Bug. Ich wollte dich gerade loben, dass der Server heute funktioniert, aber... also... das war bestimmt mein Minecraft. Bei meinem PC ist das so kein Wunder. Ja, du renderst bestimmt auch wieder 10.000 Videos gleichzeitig. Nein. Eigentlich nur eins. Das geht auch. Ich habe gerade noch das Watch Dogs nebenbei rendern und trotzdem noch 320 FPS. Ich bin eigentlich mehr gewohnt. Ah, so viele braucht man ja eigentlich nicht. Du brauchst ja nur so viele, dass es fürs Auge nicht mehr sichtbar ist. Ich schneide aber gern mit mehr. Das macht jetzt voll Sinn. So. Nee, ich bin es gewöhnt, weil meine Videoschnittprogramme sind auch, also ich habe alle meine Einstellungen so gemacht, dass ich am Ende auch 3D da draus machen kann. Und bei 3D ist es vorteilhaft, wenn du eine höhere Framerate hast für alles. Ich weiß zwar nicht, warum man das beim Spielen braucht, aber wenn ich es schon mal so aufgezeichnet krieg. Hast du also noch Eisen? Ich renn. Könnte ich noch haben, ja. Dann rendere ich das meistens sowieso runter auf 60. Aber
weil YouTube kann ja maximal 60 anzeigen und so und schön und backt dir ein Eis und naja. Ach, hier ist doch noch Eisenerz. Boah, bin ich blind. Dann klaue ich mir davon mal 3 Stück. Aber dadurch ist natürlich meine Dateigröße der Aufnahmedateien von Fraps exorbitant hoch. Ja, das ist natürlich mies. Aber was man denn nicht alles so tut, ne? Ja, ich kann dir ja mal sagen, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe, aber ich glaube, da wird deine Festplatte schon voll. Fast. Jetzt, ich habe schon 152 GB jetzt aufgenommen. Jetzt, in dieser kurzen Zeit? Ja. Ach du Scheiße. Bist du denn krank oder so? Du musst ein bisschen auf die Zeit achten, wie lange wir schon aufgenommen haben. Nö, ich muss nicht drauf achten. Ah doch, ich mach dann so immer zwischendrin nochmal so ganz kurz Pause, damit ich das beim Schneiden besser sehen kann. Ja, ich lass das dann einfach so und dann gucke ich so, wie im Gespräch das passt und dann schneide ich irgendwann. Das ist auch eine Möglichkeit. Es funktioniert meistens. Wieso macht man sich das einfach, wenn es auch schwer geht, von daher? Ja. Dann lasse ich das Ganze heute noch von Adobe Premiere alles durchrendern, Minecraft und gleichzeitig noch so die Vegas Watch Dogs jetzt noch dann zu Ende machen und dann kommt morgen wieder Video und so. Bei mir dürft ihr jetzt eigentlich anfangen mit dem Hochladen. Dem Rendern ist ja jetzt fertig. Und morgen muss ich auch wieder Watch Dogs aufnehmen, 1-2 Folgen. Weil da ist ja sonst schlecht, weil da ist ja keine Folge sonst und das mögen Zuschauer nicht. Ich wollte morgen mal was Neues aufnehmen, was ich bisher noch nicht aufgenommen habe. Neues Minigame. Ja. Und wie das so ist, wie das funktioniert überhaupt. Wir müssen dann im Januar auch mal Aufnahmemarathon machen, weil und richtig vorproduzieren für 2 Wochen ungefähr Zeit, weil ich bin da im Skilager von der Schule aus und dann fahre ich selber noch in Winterurlaub. Okay. Direkt danach, so anschließend. Das wird kein Problem sein. Denke ich auch. Aber außer, dass ich Klassenfahrten sowieso hasse, hasse ich es vorzuproduzieren, wegen Klassenfahrten.